So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends und jetzt mal kurz vorab, vielen, vielen Dank für die 100 Abonnenten. Ich hab's gesehen, wir haben 100 Abonnenten erreicht, beziehungsweise, ja, es sind mittlerweile 101 und ich weiß, das Video kommt jetzt auch ein bisschen später als das Erreichen der Abonnentenzahl, ich weiß. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für die 100 Abonnenten und ich weiß, dass auf Social Media 100 Abonnenten nicht wirklich als viel angesehen werden, also ich glaube, die meisten, die ich einfach kenne, zum Beispiel in meinem Umfeld, haben auf Insta eh schon 100 Abonnenten und so Zeug. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank dafür, weil 100 sind trotzdem viele Menschen. So, also wenn ich mir vorstellen müsste, das wären jetzt zum Beispiel in meiner Schule etwa 5 Klassen, 20 Personen. Das ist meiner Meinung nach schon viel. Genauso wie 50. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe auch weiterhin, dass ich Videos machen kann, die Abonnenten anziehen, die Abonnenten unterhalten und ja. So, wir spielen dieses Mal Soraka und wenn sich jetzt jemand fragt, warum spielen wir denn Soraka? Das ist ja so ein impactreicher Support, oder? Kurz gesagt, ist es wieder eine Woche rum, bedeutet, ich kann eine Hextech-Kiste verdienen und ich habe mit der halt noch keine. Und ich muss mit der halt auch nichts können. Also, ich muss theoretisch einfach nur zu Strana hinterherlaufen. Mein W die ganze Zeit skillen. Und sie healen, mehr nicht. Und ja, noch etwas wegen dieser 100 Abonnenten-Sache. Ich habe ja auf Insta schon gefragt gehabt, wegen Ideen für ein 100 Abonnenten-Special und so. Hab auch schon ein paar bekommen und ja, ich sag's jetzt mal so, ich werde am Wochenende dann nochmal einfach eine Umfrage machen, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich am Sonntag einfach, werde ich dann einfach nochmal eine machen, ja, damit es halt auch wirklich jeder gesehen hat, weil es gibt halt Leute, die gehen halt nur davon aus, dass ich halt am Wochenende irgendwas poste. Also ja, dann werde ich jetzt mal kurz über das eigentliche Thema des Videos zu sprechen kommen. Der Grund, warum ihr wahrscheinlich auch alle draufgeklickt habt, ist folgender: Ich bin McDonald's fremdgegangen. How dare you? Das bedeutet, so viel wie ich war im Burger King. Alles muss untergehen. Ja, ich habe den Kill bekommen. Wegen der McDonald's-Sache. Es war folgendermaßen: Ich war halt in der Stadt. Hatte halt ein Fußballspiel so. Und ja. Kill die, danke. Hallo, danke. Schön. Also es war folgendermaßen, ich war halt in der Stadt, ich hatte halt ein Fußballspiel so am Samstag und hatte halt so 12 Franken dabei, 12 Schweizer Franken einfach und dachte mir halt so, hey komm, hol dir halt mal einen Burger oder so, ich habe gerade eh Bock drauf gehabt und so und dachte mir halt so, hey komm, am Bahnhof ist halt ein Burger King. Max Burger King ja eh im Prinzip mehr als Ding, als McDonald's. Also ich finde die Burger einfach um einiges besser. Und ja, dann dachte ich mir halt so, hey komm, geh halt einfach mal ins Burger King. Gibt's halt bei mir in der Nähe halt eh nicht. Und was man vielleicht noch auch sagen müsste, ist, dass es an dem Bahnhof direkt nebendran halt ein McDonald's hat. Und ja, ich hatte dann halt, wie gesagt, 12 Franken dabei. Ich habe dann 11,90 für den Burger ausgegeben. Das ist, also das war der Double Whopper. Oder, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich werde es wahrscheinlich eh falsch ausgesprochen haben. Aber einfach der Doppelwhopper hier, einfach der Burger. Einfach den Burger, den ich gerade einblende. Ich sag's mal so, der Burger, der ist prinzipiell an sich, ich weiß nicht, ob man teuer dazu sagen kann, aber er ist halt nicht so, so günstig. Also ich habe für 11,90 halt nur das Ding bekommen. Nur den Burger so. Also da gab es nicht irgendwie noch eine Pommes oder so dazu. Das war einfach nur der Burger. Also ja, ich sag's jetzt mal so. Der Burger an sich ist wirklich nice. Also ich finde den relativ geil so. Also ich finde den an sich mega geil so. Schmeckt, finde ich, auch wirklich gut. Und ja. Kostet halt einfach einen Franken mehr, wenn man Käse drauf will, was ich halt nicht wirklich verstanden habe und so, aber ist jetzt mal ein anderes Thema. Ich sag's mal so, der Burger ist, wie gesagt, mega nice, also ich mag den, ich feiere den. Problem, oder was heißt Problem, also was ich halt an dem nicht so mag, ist halt einfach der Tomaten drauf. Ich weiß nicht, wie ihr da seid, oder wie, keine Ahnung, allgemein die meisten halt zu diesem Thema stehen, aber ich kann mit einer Tomate in einem Burger nicht viel anfangen.
Ich sollte mal vielleicht für ein bisschen Vision sorgen. Und ich würde jetzt sagen, ich konzentriere mich vielleicht ein bisschen aufs Game, weil wenn ich das gut mache, dann habe ich die Chance, eine Kiste zu bekommen, die ich eh schon seit keine Ahnung wie lange möchte. Ignite. Verbrennen! Nein. Das ist jetzt nicht passiert. Mann, Tristana, du hast sie so verscheucht. Meine Fresse, ey. So, jetzt kriege ich hier noch einen Assist. Da auch einen Assist. Gut. Das ist halt der Grund, warum ich den Champion spiele. Ich muss einfach nichts können. Ich muss einfach W und R drücken. Und ich bekomme einen Assist. Und das ist ja der Sinn von einem Supporter. Ja, seht ihr? Nix können. Ich heile einfach nur den Pantheon. Beziehungsweise ich heile einfach nur meine Mates. Und die machen dann das für mich. Ey. Also. Ich mache meinen Job saugut. Place jetzt hier noch einfach ein paar Wards. Aus Flex. Hol vielleicht noch den Botlane-Turret alleine. Och, du spaßt. Hilfe, 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 Eisbär. Heal mich selber. Hier ist ein Fisch. Hilfe. 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 Hallo. Ja, eben. Ist einfach geil. Ich mache nichts. Ich drücke einfach was. Es war jetzt nicht mal sinnvoll. Und ich bekomme einen Assist. Lul, mein Auge ist ja immer noch dort. Das war jetzt das ganze Spiel lang dort. Lul. Nein. Bitte ein S. Jawoll! Ein S minus. Ja, eben, seht ihr? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur W gedrückt. Ab und zu R gedrückt. Was teilweise gar keinen Sinn ergeben hat. Und alle finden, ich habe es gut gemacht. Ich habe kein Damage gemacht. Nix. Ich habe nur gehealt. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt einfach noch eine kleine Kiste in diesem Part und bitte keine Scheiße. Ich habe es auch wirklich gecallt. Und ja, damit würde ich sagen, was ist für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.